Gehen wir durch die Höhle zurück? Oder willst du Moment, jetzt außenrum? erklär mir das nochmal eben mit dem, wenn ich H drücke. Wenn du H drückst, dann siehst du doch da deine Waffe, die du gerade ausgerüstet hast. Ja. Und darunter ist ein zweiter Waffenslot. Alternative Haupthandwaffe und so. Da habe ich ein Schild drin. Ja, da kannst du jetzt noch eine Waffe reinziehen. Und dann kannst du da das wechseln zwischendrin. Wenn das denn jetzt gehen würde, oder geht das erst ab Level 10? Nee, also den Schild hatte ich schon von Anfang an da drin, seit ich angefangen habe. Ja, dann tu da mal eine andere Waffe rein, wenn du noch eine hast. Nee, ich habe sonst eh nur Pistolen. Ja, dann können wir das nachher ausprobieren. Yeah, wir haben es auf jeden Fall geschafft, oder? Jetzt Ich würde müssen sagen, wir wir. rennen jetzt einfach raus. Ja, im Moment dürfte gerade nicht so viel los sein. Hallo. Wir müssen ja eh noch beide hier ins Spukschloss. Na, oh, hat er mich erwischt. Schlitzermausi. Yeah, Schlitzermausi. Oder ist ein Bin Golem? verwundet, warte auf mich. Komm, den machen wir aber noch platt. Im Vorbeilaufen. Na, komm her, mein Schatz. So. Ach, guck mal, da können wir was looten. Bestimmt ein Zahnrad. Ja. Mensch, Nee, Zahnrad. bei mir nicht. Ich hab ein Zahnrad gekriegt. Tschüss. Die ist eingefroren. Cool. Nee, die wurde Vitaler gekapselt. Hammer. Ach, ich kann dein Tor nicht vergiften. Verstehe, ich check's aber auch nicht. Hey, die machen hier ganz schön Schaden. So, Gewehrturm nehmen wir wieder mit. Ich hab schon fast Level 8. Was liegt hier denn? Totenschädel. Totenschädel. Kann man damit machen? Verursacht Nee, Furcht ich hab bei den gar Gegnern nicht. in der. So das Kreischen gehört? Nee. Den gerade in die Höhe geworfen und dann hat's gekreischt. Ey, cool, ich habe eine Pistole gefunden bei dem Golem da gerade. Ich bin nochmal zurückgelaufen. Cool. Du kannst. Hast du Datenkristalle 100. aufgenommen? Ja. Die kannst du hier bei dem Typ mit dem Herz abgeben. 145 bis 171 gegenüber 137 bis 160. Geil, oder? Was für Unheilvolle Werte ihr für ihn Glühpistole. erhalten? Das vergessen. Oh, diese Datenkristalle werden jetzt helfen, den Questurplänen zu entschlüsseln. Danke. Tschüss. Boah, die muss ich jetzt Der ausrüsten. Aber Tat die gibt muss es ich hier erstmal etwas ausrüsten. Wertvolles. Helft, die Inquestur fernzuhalten, während wir es holen, dann teile ich es mit euch. Hier den Hügel im Süden hoch ist ein Inquestorlabor. Macht ein bisschen Tumult, um sie zu beschäftigen. Was kann ich tun? Muss ich mir erstmal meine neue Pistole angucken. Nichts Neues. Und erstmal durch die Gegend Cool. ballern. Voll die Moderne. Guck dir die mal an, ey. Da steht. Hey, du! Fuji, was machst du denn da? Cool. Okay, machen wir zuerst deine? Gut. Dann hauen Sie mal rein, Frau Redwinger. Ah, ja, Instanz betreten. Empfohlene Stufe 8, Das das ist von deins. denen. Das ist deins. Das ist deins. Oh. Okay, dann. Ich dachte, das kam von dir. Siehst du, meins ist Stufe Ja. 6. Okay, dann machen wir erst das, kriegen einen Levelaufstieg und dann rocken wir die Bude. Eine funkelnde Rettung. Wir müssen schon wieder das Tor platt Soldier machen. benötigt Rettung. Muss lästige Tür aufbrechen. Wer ist denn das hier? Muss lästige Tür aufbrechen. Meister Funkel Ach, ist Meister das. Funkel. Ey, den kennen wir doch. Findet Soja. Da waren wir doch gerade drin hier. Oh. Oh, ich hab grad. Hattest du auch gerade so einen komischen Ton auf dem Ohr? Nee. Hatte ich gerade irgendwie. Ich habe ja hier noch ein Dings. Fantastische Einfassung. Ihr habt mich tief beeindruckt, Leitjan. Danke. Oh, da vorne brennt's. Hey, wartet auf mich. Begrüßen. Hallo, Meister Funkel. Einheit, Meister Funkel.
Bezeichnung der Einheit, Meister Funkel. Oh, jetzt wird's spaßig. Oh je. Komm, Geschützturm. Ich brauche auch einen Namen für meinen Geschützturm. Ich glaube, ich nenne ihn... Easy. Was? Scheißy? Scheißy. 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 Wieso kann ich denn nicht angreifen? Greif doch an. Hauptsache ein Haufen Glitzerstaub, ey. Hast du das mitbekommen, was er gesagt hat? Nee, nicht ganz. Huh, um ein Haar wäre ich von euch gegangen. Genau das tue ich jetzt. Bis dann. Danke und viel Glück bei der Rettung der anderen. Danke. Ich würde helfen, aber ich komme zu spät zu einer Vorlesung. Ach so. Ja, zu spät zu einer Vorlesung, natürlich. Hier ist ja ganz schön die Hölle los. Ey, wartet auf mich. Cool, wer macht denn eigentlich... Macht Meister Funkel das immer? Mit der Rüstung? Mit der Rüstung? Ja. Boah, Meister Funkel, er hat ja voll drauf. Und noch ein Zahnrad. Ich kann das Sternchen schon sehen. Kommst du? Mhm, ich musste gerade noch mal ein bisschen Guild Wars leiser machen. Das war doch etwas laut. Hey, Meister Funkel, wie geht's, altes Haus? Oh. Bleibt mal schön hier, nicht abbauen. Ach, der kämpft nicht, der Meister Funkel? Ah doch, der kämpft auch. Und noch ein Zahnrad. Kann es sein, dass meine Stiefel... dass meine Waffe... ein bisschen... ist auch egal, mach du erstmal. Grüß euch. Hi. Soja, seid ihr verletzt? Wir wollten euch retten, aber dem Feuer und den Inquisitorleichen nachzuurteilen, seid ihr auch so klargekommen. Nicht wirklich. Ich habe es ja kaum geschafft, sie mir bis hier vom Leib zu halten. Danke übrigens. Ich wollte nicht von dieser Klippe springen. Ich hasse nasse Socken. Sie testen unseren Teleporter an Unschuldigen. Wenn sie fertig sind, entsorgen sie die Versuchsobjekte mit einem Verbrennungs-Golem-Prototyp. Als ich ausbrach, lag ihr nächstes Opfer an der Treppe hinter einem Kraftfeld. Ihr habt ihn wahrscheinlich auch gesehen. Mhm. Habe ich. Es ist an der Zeit, der Inquestur Einhalt zu gebieten. Was bedeutet, dass wir einen Verbrennungsgolem-Prototypen zerstören? Aus und fertig. Geht vor. Meister Funkel und ich halten euch den Rücken frei. Toll. Hauen wir den erstmal fein in die Visage. Bam, 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 bam. Du sahst da gerade ein bisschen müde aus in der Zwischensequenz. Also dein Charakter. Spiegelt sich bestimmt wieder. Ich bin auch ein bisschen müde. Wenn wir uns mal hinlegen... Auf die Fresse. Guck mal, da ist er. Verbrennungsprototyp. Hi. Das ist jetzt erstmal aufs Maul. So. Kommt da erstmal der Geschützturm. Der wird überladen. Uiuiui. Uiuiuiui. Der verbrennt gut. Ach, wie kriegen wir? Kein Problem. Hallo, spring doch weg! Ey, warum nimmt der denn gar keinen Schaden? Doch, der nimmt doch Schaden. Yeah! Ey, mein Gewehrturm lebt sogar noch. Cool. Cool, Kettenpaar. Ey, warum kann ich die nicht mitnehmen? So eine kleine Sequenz. Ein Mechanismus weniger, mit dem die Inquestur die Unschuldigen ausbeuten kann. Jetzt die schlechte Nachricht. Vark hat euch verraten. Ich wollte zuerst nichts sagen, weil ich Verrat noch mehr als Nässe hasse. Und ich mir dachte, vielleicht werde ich ja getötet. Dann muss ich nicht... Pragmatisch wie eh und je. Aber das mit Vark kann ich nicht glauben. Ich kenne ihn schon ewig. Und er war der Crew gegenüber immer loyal. Diesmal nicht. Vark arbeitet für die Inquestur. Wie sonst hätten sie von unseren Plänen erfahren können? Und warum sonst sollten sie Pol entführen? Ups, habe ich das auch nicht erwähnt? Sie haben Pol entführt, um ihn ruhig zu stellen und ihn als Druckmittel zu verwenden. Das bedeutet eine schwierige Entscheidung. Vark ist allglatt und Pol ist in Gefahr. Kümmert euch um den einen und verliert den anderen. Was ist euch wichtiger? Rache oder Rettung? Egal, wie ihr euch entscheidet, ich komme mit euch.
Ach toll, ich Arang, muss das ist mich jetzt deine jetzt. Entscheidung. Wie entscheidest du dich? Rache oder retten? Nach der Werbung sehen wir mehr. Was würdest du denn sagen? Ich wäre auch für Rettung. Ich meine, wir haben ja auch schließlich Würde gewählt. Hey, ich kann doch gar nicht mit dir reden, Soja. Warum redest du mich an? Ich Vark kann doch hat die nicht Crew entscheiden. verraten und versucht, uns umzubringen. Er muss dafür bezahlen. Oder? Vark ist eine falsche Schlange, aber Pol ist mein Crew-Kamerad. Ich kann ihn nicht einfach sterben lassen. Dann würde ich sagen, zweiteres, weil um den Vark kann man sich immer noch kümmern. Und der Leitjan redet erstmal mit meinem Moor. Toll! So, ich weiß Loyalität zu schätzen, aber passt bloß auf, dass euch das nicht als Schwäche ausgelegt wird. Beim kleinsten Anzeichen davon frisst euch Ratazum bei lebendigem Leibe auf. Niemand wird denken, ich sei schwach. Nicht, nachdem sie gesehen haben, was ich mit der Inquestur anstellen werde. Gehen wir. Okay. Was nehme ich denn für eine Belohnung? Eine Rohlederweste mit Kraft? Eine beschlagene Lederweste mit Vitalität oder eine Jacke des Schützen mit Präzision. Dim, dim, dim. Immer die mit Präzision. Tanz jetzt erstmal mit deinem. Was machst du eigentlich für einen Kack? Ich tanze mit deinem Vieh. Es tanzt sogar mit. Wuh! Boah, cool. Es hat mit mir getanzt. Ich schau jetzt erstmal, wie das Ding aussieht. Oh, Ja, cool. Das sieht richtig cool aus. Schon mal eine neue Weste gesehen? nix, ich sehe nix, ich sehe nix. Doch, ha, das grüne Ding passt zu deinen Augen. Sieht total cool aus. Tanzt der eigentlich, wenn ich tanze? Nee. Man kann doch nicht mal mit jemandem tanzen. Doch, das geht. Voll doof. Also man Wie kann denn? gleichzeitig tanzen, aber nicht miteinander. Ja, aber ich will, dass im Chat steht, Latjan fängt cool an zu tanzen mit Pucci. Ja, die Soja läuft hier hinterher. Ach, Moment, ich habe da gerade was gekriegt. Und zwar. Ich Ach, springe das ist jetzt auch dumm in leichte der Gegend Rüstung. rum. Möchtest du vielleicht meine Pistole der Macht haben? Nee. Wenn da so ein Aufwertungsplatz belegt ist mit was, ne? Kann man das auch wieder rausholen oder ist es dann verloren? Ich glaube, man kann es rausholen mit einem Wiederverwertungsdings. Aber dabei geht dann halt die Waffe oder so kaputt. Nee, dann lasse ich das mal, weil plus 3 Kraft ist jetzt nicht ganz so toll. Hi, Meister Funkel. Wo seid ihr jetzt hin? Ach, da hinten. Guck mal auf Der die läuft voll Karte. schnell. Wir müssen hier raus. Willst du laufen oder soll ich auf den Ausgang klicken? Ach komm, wir laufen. Doch schön. Gucken wir mal noch, was hier oben ist. Müssen auch mal die Welt hier genießen. Das sieht echt Hier cool liegt aus. eine Das Leiche. ist wie so Wasser. Ist echt schön gemacht. Nicht so klicky-bunti wie World of Warcraft hier. Scheiß, WoW. Sagt der, der es Wow. selber gespielt hat. Aber ich habe auch noch klein und jung und dumm. Boah, was war das denn für ein? Wow. Ah, nicht genug Energie. Wenn du W drückst und dann. Ah, doppelt. Das sieht cool aus. In Richtung Provinz Medica verlassen? Jep. Okay. Nicht wehtun. Erstmal das Knie aufschlagen. So. Oh, was geht hier denn ab? Ach cool. Was geht wo Er ab? wird von 3 rosa Moas angegriffen. Wie hat er das denn geschafft? Lass den mal in Ruhe da hinten. Ach, versperrt. Okay. Sollen wir meine machen? Da ging es ja um den Klug und darum, dass eine gute Freundin an ihn gebunden ist und vielleicht verloren ist. Oder Jetzt auch hast nicht, du das werden wir zwei jetzt sehen. Moas im Arsch. Ne, gar nicht mehr. Zack. Raubstock. Wie sie da rumleuchten. Nee.